Mann, was ist das hier? Man überlegt ja keine 4 Sekunden, verdammte Scheiße! Kennt ihr den Moment, wenn es unter der Woche ist, es 3:30 ist und man tatsächlich auf Gommel kommt? Es ist ein Fehler in der Matrix. Verarschen. Ja, genau. Und ich lauf auf einem Typen zu, der hat einfach eine Nierbrust. Du dreckiger Hurensohn! Nein! Fuck! Du dreckiger Hurensohn! Yay! Nein! Wie einfach... Hab ich die runtergesprengt mit meiner Druckwelle? Du dreckiger Hurensohn! Ja, ich hab ein Gold dafür nicht aufgesammelt. Ich kauf Edeka. What team kann ich? Fuck! Nein, du dreckiger Huhn, du dreckiger Huhn, du dreckiger Huhn! Ich bin gut gegen die Kaffee. Du dreckiger Huhn, du dreckiger Huhn! Oh, so hab ich den bekommen, hab. Also, wieso hab ich nur Schuhe? Ich kann nicht angeln. Wie? Oh Gott, Pechmus, ja, das trifft's ganz gut. Jo, du dreckiger Huhn! Oh nein! Aber ich überlebe mehr als 4 Sekunden. Oh Gott, ich habe ein Tier gesetzt. Ich bin so inkompetent. Nein! Du dreckiger Hurensohn! Du dreckiger Hurensohn! Du dreckiger Hurensohn! Danke. Aber mein Brot ist anscheinend nass. Oh nein! Das ist jetzt nicht sein Ernst. Oh, komm schon. Jetzt kann es ein Kacktipp. Das ist natürlich ohne Pfeile sehr viel. Danke dafür. Oh, da stammen wir ab. Du dreckiger Hurensohn! Oh nein, wieso hat er jetzt meinen Abstaub abgestaubt? Och, dieser Arsch. Ich hab nicht mal Pfeile bekommen. Du dreckiger Hurensohn! Oh, der verfolgt mich. Nein! Fuck. Damit war zum Glück überhaupt nicht zu rechnen. Ich mache jetzt hier übrigens ein Guide, how to länger überleben als Zekrom in einer QSG-Runde. Ihr seht, es ist erstaunlich einfach. Man muss absolut nichts können. Die interessieren sich halt auch einfach nicht für mich. Das war definitiv Skill. Oh, da staub ich ab, Nein, du dreckiger Hurensohn! Nein! Du dreckiger Hurensohn! Nein! Fuck! Wow, fuck, ey! Du dreckiger Hurensohn! Alter Schwede, was war das für ein fucking geiles Aim von der? Ich will sowas auch haben. Boah, nein, das ist schon wieder meine mit PvP-Skill. Du dreckiger Hurensohn! Mann! Nein! Fuck! Ich wollte das doch auch! Fuck! Oh, Mann! Nein! Du dreckiger Hurensohn! Yay! Du dreckiger Hurensohn! Fuck! Du dreckiger Hurensohn! Gut, aber ich kann auch nur abstauben. Nein! Das du dreckiger Hurensohn! Du dreckiger Hurensohn! Ich bin fast stolz auf mich. Fuck! Du dreckiger Hurensohn! Du dreckiger Hurensohn! Hurensohn! Nein! Du dreckiger Hurensohn! Was? Dreckiger Hurensohn! Nein! Nein, was? Den Typen da vorne würde ich sagen, den snacken wir gleich, falls wir in dieser Kiste ein Schwert finden, was wir tun. Nein! Fuck, du dreckiger Hurensohn! So geht's, Skill, ja. Du dreckiger Hurensohn! Und so geht auch Skill. Ah, da vorne ist sogar ein Fuck. Überraschung! Du dreckiger Hurensohn! Ich hab mich auch gesehen, so Überraschung! Du dreckiger Hurensohn! Nein! Scheiße! Was gibt es? Fuck. Nein! Ja, genau! Dieser Bimbo! Nein! Was macht der denn? Wieso hat er diesen Diabrustpanzer? Du dreckiger Hurensohn! Du dreckiger Hurensohn!
gut davon da auszugehen, dass das jetzt passiert. Menschen. Fuck! Nein, dreckiger Hundsohn! Was? Oh, dass ich mein eigenes Nein! Oh, Dreck! Dafür kann ich besser bergauf laufen. Du dreckiger Huhn! Nein! Nein! Du dreckiger Huhn! Nein! Fuck! Cool, wenigstens den Dreck mitgenommen. Turn around! Nein! Wieso hat der mir alle? Wieso können die alle einsetzen? Ich hasse Menschen. Wieso sind alle Leute, die besser sind als ich, meistens dann zusätzlich auch noch besser ausgerüstet? Danke, Duff, und Sebo anziehen und mich anziehen. Jetzt bin ich optimal geschützt auch gegen Geschlechtskrankheiten. Warte, was? Hat der nichts Besseres zu tun? Wäre ich wieder in die Lobby gekommen, hätte ich irgendwie, glaube ich, jetzt gerade keine Luft mehr bekommen. Wow! Dreckiger Hundsohn! Dreckiger Hundsohn! Haut euch gegenseitig ab, aber lasst mich da raus. Danke. Du dreckiger Hundsohn! Fuck, du dreckiger Hundsohn! Du dreckiger Hundsohn! YOLO! Nein! Dich kauf ich mir! Nein, nein, oh Mann! Mann, was ist das hier? Man überlegt ja keine 4 Sekunden, verdammte Scheiße! Nein, wo kommt der? Was? Du dreckiger Hundsohn! Bessere PvP-Skill! Du dreckiger Hundsohn! Du dreckiger Hundsohn! Nein! Wieso fällt man bei sowas eigentlich immer in die Lava, obwohl man eigentlich nicht in die Lava fällt, weil man eigentlich gar nicht runterfällt, weil man eigentlich gesprungen ist? Man sieht ja, ich bin gesprungen und dann auf einmal nach unten in die Lava gesaugt worden. Ich glaube, die Lava ist eigentlich ein abnormales Schwerkraftfeld, wo auch ziemlich viele Flugzeuge drüber abstürzen. Deswegen fliegen auch sehr viele Flugzeuge in Vulkane, weil da Lava ist und die Lava durch die eben gesagte Schwerkraftanomalie, die im Minecraft... Du dreckiger Hundsohn! Du dreckiger Hundsohn! Auch grundsätzlich dreckiger Hundsohn und dementsprechend dann von den Leichen überhaupt keine Sachen mehr überbleiben, weil alles verbrennt. Du dreckiger Hundsohn! Alter, wieso habe ich gerade einen Butler? Der hat keine Waffe! Hat einen Boden. Du dreckiger Hundsohn! 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 Ich hab das irgendwie überlebt. Wieso läuft mein Ramm voll? Fuck! Nein! Bitte, du dreckiger Hundsohn! Ah, mein Ramm! Das ist eine gute Ausrede, wenn ich das hier verliere. Ich werde sowieso verlieren, aber mein Ramm läuft voll. Nein, fuck, was macht nein? Fuck, fuck, du dreckiger Hundsohn! Nein! Du dreckiger nein! 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 Nein, 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 nein! Verfolgt. Aber damit rechnet er nicht. Boom! Nein! Er hat damit gerechnet. Nein! Du dreckiger Hundsohn! Er hat damit gerechnet. Nein! Du dreckiger Hundsohn! Fuck, leck mich. Scheiße. Der snackt uns einfach mal beide. Keine Ahnung. Thank you.
Hashtag, ich kann nicht Mundharmonika spielen. Du dreckiger Hurensohn! Die halt die Menschen nicht, die dann wenigstens nicht so frei sind. Nein, so, ich habe ein Steinschwert auf der 1. Und bin auch noch voll gereckt. Das heißt, ich werde jetzt Isker drecken. Den gibt mir, obwohl er einen Diabuspanzer hat. Fuck! Okay, vielleicht auch nicht. Fuck, dreckiger Hurensohn! Okay, ja, vielleicht war das keine so gute Idee, da jetzt drauf zu gehen, aber ich hatte keine andere Wahl und ich habe keinen Bock mehr. Tschüss!